herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zum Spitzengespräch. Schön, dass Sie dabei sind. Ja, die SPD macht in diesen Tagen keine allzu glückliche Figur und mein heutiger Gast kann mir vielleicht erklären, warum das der Fall ist. Er ist der Nachfolger von August Bebel, Willy Brandt und Rudolf Scharping. Herzlich willkommen, Lars Klingbeil. Vielen Dank für die Einladung. Interessant ist auch Ihre Eigenschaft als ehemaliger Mitarbeiter im Wahlkreisbüro von Gerhard Schröder, vor allem dann, wenn wir über Russland reden. Und das tun wir gleich als erstes. Herr Klingbeil, lässt sich aus Ihrer Sicht ein Einmarsch Russlands in die Ukraine noch aufhalten? Das lässt sich aufhalten, da bin ich optimistisch. Ich bin auch froh, dass wir die letzten Tage jetzt doch viele diplomatische Kanäle geöffnet haben. Normandie-Format kommt jetzt morgen erstmals seit Jahren wieder zusammen. Es gibt regen Austausch unter den Außenministern. Es gibt Gespräche der Amerikaner mit der russischen Seite. Also da findet ganz viel statt. Das ist richtig, aber es ist eben auch so, und das müssen wir uns bewusst machen, das steht gerade alles spitz auf Knopf. Also die Frage, ob Russland einmarschiert, die wird sich in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen entscheiden. Da droht Krieg mitten in Europa. Das ist eine brenzlige, eine gefährliche Situation. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass gerade jeder Gesprächskanal von offizieller Seite wirklich genutzt wird. Es gibt die Forderung gerade auch an Ihre Partei, dass mehr Druck auf Russland, auf Wladimir Putin ausgeübt werden müsste. Und in Wahrheit ist es so, dass die SPD einen möglichen Ausschluss Russlands aus dem internationalen Zahlungssystem SWIFT ablehnt, dass sie auch nicht bereit ist, das Pipeline-Projekt Nord Stream 2 infrage zu stellen. Was glauben Sie, wie oft hat sich Wladimir Putin dieser Tage wohl gesagt, Gott sei Dank, auf die SPD ist mal wieder Verlass? Ich glaube, dass er das gar nicht sagt, weil er sehr klar auch registriert hat, wie der Bundeskanzler Olaf Scholz sich geäußert hat, dass er gesagt hat, alle Optionen liegen auf dem Tisch. Und alle Optionen heißt alle. Also wenn alles auf dem Tisch liegt, liegt nichts daneben. Und also liegt auch drunter. SWIFT, auch Nord Stream 2? Wissen Sie, Herr Fähnkirchen, ich bin fest davon überzeugt, dass es wichtig ist, an die russische Seite ein klares Signal zu setzen. In dem Moment, wo ihr die territoriale Integrität der Ukraine angreift und in dem Moment, wo ihr die Grenze politisch, aber auch geografisch überschreitet, in dem Moment gibt es eine klare, eine unmissverständliche Antwort und darauf sind wir vorbereitet. Was ich nicht aber tun wäre was nicht ich noch nicht, beeindruckender, was ich, wenn man vorher nicht, sagt, welche Antwort dann droht? Eben nicht. Das halte ich für einen großen Fehler, wenn man die Russen auch sich, in, wenn man dafür sorgt, dass die bei uns in die Karten gucken, wenn die genau wissen, was sind die nächsten Schritte. Also wer so denkt und wer so agiert, der hat, glaube ich, nicht verstanden, wie internationale Politik auch funktioniert. Es muss immer klar sein, es gibt eine deutliche, eine klare, eine konsequente Antwort. Da hat Scholz klar gemacht und das trage ich mit, das teile ich, das unterstütze ich. Alle Optionen liegen auf dem Tisch. Und was das genau ist, das wird die russische Seite in dem Moment zu spüren kriegen, wo sie diese Grenze überschreiten. Aber bis dahin, und das muss der Fokus sein, und da bin ich wirklich auch zuversichtlich, dass wir das nutzen können, geht es jetzt darum, nicht über Krieg zu reden, sondern über Frieden zu reden und die Frage, wie wir den erreichen können und wie wir die Stabilität mitten in Europa halten können. Weil nochmal, zwei Flugstunden von Berlin weg droht gerade eine kriegerische Auseinandersetzung mitten in Europa und das würde auch den Kontinent komplett verändern und das muss abgewendet werden. Die Kritik an der Bundesregierung hat Wolfgang Ischinger dieser Tage stark auf den Punkt gebracht, langjähriger Vorsitzender der Münchner Sicherheitskonferenz. Wie vielen in Berlin ist eigentlich bewusst, wie massiv unsere konfus wirkende Ukraine-Politik nicht nur Deutschland, sondern der gesamten EU schadet? Unsere östlichen Partner klammern sich immer stärker an USA, NATO, die Glaubwürdigkeit der EU leidet Schaden, Germany home alone. Herr Ischinger hat ja auch deutlich gemacht, dass... Er kennt sich schon aus mit internationaler Politik. Er ist einer der profiliertesten auf dem internationalen Parkett und bin auch froh, dass wir ihn haben. Also die Münchner Sicherheitskonferenz ist ja einer der Orte, an denen jetzt hoffentlich dann auch im Februar die internationale Gemeinschaft zusammenkommt und wichtige Gespräche geführt werden kann. Aber warum hat er diesen Eindruck? Er hat übrigens auch, wie ich nochmal kurz zur Frage davor, er hat auch deutlich gemacht, man lässt sich nicht in die Karten gucken, was man meint, wenn man über Sanktionen redet. Also auch diese Äußerung gibt es von Herrn Ischinger. Und das, was er anspricht, ist ja etwas, das müssen wir sehr ernst nehmen. Also Putin hat sehr klug analysiert, dass es eine Schwäche Europas ist, die ihn gerade stark macht. Und deswegen ist es so richtig, dass heute Macron sich mit Olaf Scholz trifft. Deswegen ist es richtig, dass Deutschland und Frankreich jetzt wieder das europäische Projekt vorantreiben. Nochmal, das Normandie-Format kommt am morgigen Mittwoch erstmals seit Jahren wieder zusammen. Das ist die deutsch-französische Achse, die jetzt Europa auch treibt und sagt, wir brauchen eine Position, wir müssen auch vermitteln in diesem Konflikt, wir müssen klar sein und dass die europäische
europäischen Außenminister sich jetzt am Montag mit Annalena Baerbock und dem amerikanischen Außenminister abgestimmt haben, auch über das weitere Vorgehen, zeigt ja, da ist die Aktivität, die wir jetzt brauchen, und die Bundesregierung agiert da gerade in die richtige Richtung. Das klingt auf der allgemeinen Ebene alles nachvollziehbar. Sie gehen immer dann in Deckung, wenn es konkret werden soll, haben eben auch erklärt, warum. Aber warum ist Ihre Partei und die Bundesregierung nicht bereit, die viel diskutierten Defensivwaffen an die Ukraine zu liefern? Weil ich erstmal fest davon überzeugt bin, dass es richtig ist, über Frieden zu reden und die Frage, wie wir Frieden schaffen können. Und man muss sich doch vorstellen, auch was das bei der russischen Seite gerade bedeutet, wenn die jeden Tag neue Drohungen, neue Attacken und dann sozusagen noch die Frage der Mobilmachung, also die Frage von liefern wir Waffen und all das. Also wenn sowas gerade diskutiert wird, es geht gerade um diplomatische Kanäle, die aufgemacht werden müssen. Wie kommt das denn da an in Russland, Ihrer Meinung nach? Ich glaube, das ist dazu führt, dass diejenigen, die auch auf der russischen Seite sagen, wir wollen jetzt hier weiter die Situation eskalieren lassen, noch weiter als Russland das gerade eh schon tut, dass die sich im Recht fühlen. Und ich glaube, dass jeder Tisch, an den wir die russische Seite gerade zwingen, jedes Gespräch, zu dem wir sie einladen, jedes Thema, das wir diskutieren, es auch den russischen Hardlinern schwieriger macht, die Situation weiter zu eskalieren. So, und dann kommt dazu, dass wir im Koalitionsvertrag klar verabredet haben, es gibt keine Waffenlieferung in Krisengebiete, und das gilt auch hier. Und das darf man einen solchen grundsätzliche Entscheidung, die auch in den Koalitionsverhandlungen doch ausführlicher diskutiert wurde, darf man nicht im ersten Konflikt brechen. Warum hat die Bundesrepublik dann im vergangenen Jahr Rüstungsexporte an Ägypten in Höhe von 4 Milliarden Euro gemacht, obwohl dort die Menschenrechte verletzt werden und obwohl es dort viele regionale Konflikte gibt? Ich bin, und damit will ich es mir nicht einfach machen, aber ich bin in den Diskussionen im Bundessicherheitsrat ja nicht dabei. Das war ich jetzt Generalsekretär nicht, das bin ich jetzt als Parteivorsitzender nicht. Aber das, was ich tun kann, ist, dass ich jetzt gerade einen Koalitionsvertrag in meiner alten Funktion als Generalsekretär noch mit ausverhandelt habe, der sagt, wir werden jetzt bei der Frage Rüstungsausfuhr nochmal viel, viel stärker die Situation noch schärfen. Wir werden ein eigenes Gesetz für Rüstungsexporte festlegen. Sie hätten das mit Ägypten nicht gemacht. Ich finde, es gibt viele Exporte in den letzten Jahren, die ich nicht nachvollziehen kann und die ich für falsch halte. Und deswegen ist es richtig, wenn Deutschland eine viel restriktivere Rüstungspolitik jetzt auch fährt. Und die ist verabredet im Koalitionsvertrag und die wird jetzt umgesetzt. Kevin Kühnert hat viel Kritik bekommen für eine Aussage, die er in der vergangenen Woche gemacht hat zu diesem Konflikt. Er spricht von einer gewissen Obsession, Projekte zu beerdigen, die einem schon immer ein Dorn im Auge gewesen sind. Er meint damit die Gaspipeline und fügt hinzu, es wehre sich in ihm alles dagegen, dass man potenzielle und internationale Konflikte herbeireden sollte. Finden Sie auch, dass das, was dort in der Ukraine passiert, die Truppenansammlung der Russen rund um die Ostukraine, dass das ein herbeigeredeter Konflikt ist? Es ist doch ein Konflikt. Das hat er ja auch so nicht gemeint. Er hat ja gesagt, auch in anderen Äußerungen, dass wir dort eine Eskalation, ich glaube, er hat sogar von Aggression geredet, die wir von russischer Seite erleben. Und das ist ja auch so, dass die russische Seite dort nachweislich eskaliert. Und das ist übrigens auch nicht das erste Mal, dass wir das erleben. Die völkerrechtswidrige Annexion der Krim ist ja noch gar nicht so lange her. Also das muss man erstmal anerkennen und auch sehen, was die russische Seite dort macht. Das ist Fakt und da gilt es nicht drum herum zu reden. Aber natürlich, und das ist das, wie ich Kevin Kühnert verstanden habe, geht es jetzt nochmal darum, sich nicht andauernd gegenseitig zu drohen und die Situation immer noch weiter durch Worte zu verschärfen, sondern es geht darum, diplomatische Kanäle zu eröffnen. Und nochmal, das ist jetzt gerade passiert und das ist der Weg, mit dem wir, glaube ich, einen großen Schaden von Europa abwenden können. Und ich finde, jeder politische Akteur muss sich jetzt darauf konzentrieren, in Europa, mitten in Europa, keinen Krieg ausbrechen zu lassen. Für wie groß halten Sie die Chance, einen Einmarsch der Russen noch zu verhindern? Ich kann das nicht in Prozenten ausdrücken, weil ich natürlich die russische Seite nicht kenne. Das ist übrigens eins der großen Probleme. Das ist wenig direkte Kanäle zur russischen Seite gibt, wenig Gesprächskanäle, die da sind. So, Olaf Scholz hat die Kontakte jetzt zu Putin, da gibt es Gespräche über das Normandie-Format, wird es jetzt auch Gespräche wieder mit der russischen Seite geben. Gerhard Schröder hat beste Kontakte. Der ist aber nicht in Amt und Würde. Also das, ne? Also es gab das ja durchaus mal. Es gab in der Geschichte der Bundesrepublik viele gute Gesprächskanäle in die Sowjetunion und nach Russland, aber aktuell gibt es das nicht. Das ist in solchen Krisensituationen ein totales Problem. Mir ist auch klar, wie schwierig das gerade alles ist. Aber ich kann heute hier nicht sagen, mit welcher Wahrscheinlichkeit es ist, dass Russland einmarschiert oder mit welcher nicht.
Nochmal zu Gerhard Schröder. Reden Sie als Parteivorsitzender oder Olaf Scholz als Bundeskanzler in diesen Tagen gerade besonders oft mit Gerhard Schröder, im Wissen, dass er ein ganz besonderes Verhältnis zu Wladimir Putin hat? In diesen Tagen rede ich gerade wenig mit ihm. Das hat aber eher mit meinem Kalender zu tun. Aber natürlich, und das habe ich immer gesagt, habe ich in den letzten Jahren sehr viel mit Gerhard Schröder geredet. Teile nicht jede Meinung, aber es ist schon so, dass ich an vielen Stellen auch immer wieder auf den Erfahrungsschatz des Altkanzlers zurückgreifen konnte und mir dann meine eigene Meinung gebildet habe. Ich meine, Sie kennen ihn wirklich gut und für viele ist er mittlerweile ein Rätsel. Vielleicht können Sie ihn ein bisschen besser erklären, wie er tickt und warum er gerade mit Wladimir Putin wirklich so eng ist. Warum kennt er bei Russland kaum Zweifel? Glauben Sie, dass es wirklich das ist, was ihm viele einfach unterstellen, dass es nur mit Geld zusammenhängt? Das kann ich Ihnen nicht beantworten. Also das sind einfach auch Sachen, die ich nicht weiß, die ich nicht beantworten kann. Es gab ja auch durchaus eine andere Zeit. Es gab die Zeit, in der Wladimir Putin vom Deutschen Bundestag geredet hat, wo er Standing Ovations von allen Abgeordneten bekommen hat, wo er eine gemeinsame Sicherheitsarchitektur für ganz Europa gefordert hat. 15 Jahre her. Aber das ist natürlich eine Zeit, die beiden wahrscheinlich auch geprägt hat im Miteinander. Aber wie da genau das Verhältnis ist, das kann ich Ihnen nicht beantworten. Schröder war Aufsichtsratschef von Nord Stream. Ist es heute auch noch beim russischen Ölkonzern Rosneft? Er fungiert also als klassischer Lobbyist Russlands. Und sind Sie auch bereit, das so zu sagen? Gerhard Schröder ist ein Lobbyist Russlands. Ich habe vor allem den Blick natürlich auf jemanden, der diese Partei über einen langen Zeitraum geprägt hat. Fällt Ihnen das schwer, das zu sagen? Der als Altkanzler auch Verdienste für dieses Land hat. Und ich glaube, er selbst würde gar nicht mal widersprechen, dass er ja auch, dass er gerade... Gazprom ist ja immer die Frage, ist das russisch, ist das, ne, sind auch privatwirtschaftliche Unternehmen mit bei, aber dass er dann natürlich auch eine enge Bindung zu Russland hat und dementsprechend sich auch als jemand sieht, der erklärt, was in Russland passiert, ich glaube, da wird er nicht widersprechen. Die FAZ hat im Dezember sehr kritisch über Sie geschrieben und gesagt, ist er ein Weber wie sein Mentor, Altkanzler Gerhard Schröder, Putins mächtigster Mann in Deutschland, oder ist er ein Faden, der verwoben wurde, ohne viel zu fragen? Was ist Ihre Antwort? Das war ein sehr interessanter Artikel, da habe ich auch viel über mich gelernt. Und wissen Sie, ich werde mich nicht dafür entschuldigen, dass ich mit Gerhard Schröder einen engen Draht habe, dass ich auch ihn immer wieder als Gesprächspartner habe. Aber Politik mache jetzt ich als Parteivorsitzender und ich kann meine Entscheidungen schon selbst treffen. Und ob ich in irgendwelchen Vereinen mal aktiv war, wo auch mal auf einer Konferenz eine Nichte, glaube ich, von Wladimir Putin aufgetreten ist, was ich nicht mal wusste, da kann man eine schöne Geschichte draus machen, die hat aber mit der Realität wenig zu tun. Was ich für richtig halte, und das ist meine feste Überzeugung, ist, dass wir in internationalen Beziehungen gute Gesprächskanäle auch in Länder brauchen, die nicht unsere Wert- und Moralvorstellungen teilen. Ich glaube, dann wäre es in der Außenpolitik übrigens ziemlich einsam, wenn man sagt, wir reden nur mit denen, die genauso sind wie wir. Und mit anderen Ländern zu reden und mit anderen Staatsführungen zu reden, deren Agieren bei Menschenrechten, bei Pressefreiheit, bei anderen Dingen man auch verurteilt. Mit denen zu reden, heißt nicht, dass das unsere Freunde sind. Aber es heißt, wir reden mit denen. Das ist übrigens was, was sozialdemokratische Außenpolitik an ganz vielen Stellen in den letzten Jahrzehnten noch erfolgreich gemacht hat, dass wir genau uns auf solche Gesprächskanäle eingelassen haben. Und das ist schon was, was mich prägt. Und wo ich auch richtig finde, dass wir diese Gesprächsformate haben. Aber daraus zu unterstellen, dass man jetzt irgendwie Lobbyist, also dass ich jetzt ein Lobbyist für ein solches Land wäre oder zu unterstellen, dass man Dinge verharmlost, das ist ziemlich naiv und das kann man auch an keiner Stelle in der aktuellen Politik der SPD nachweisen. Nochmal konkret, wird Nord Stream 2 ans Netz gehen? Für den Fall, dass Russland die territoriale Integrität der Ukraine angreift, liegen alle Optionen auf dem Tisch. Konkreter wird es heute nicht. Nein, weil es geht die russische Seite gerade überhaupt nichts an, welche Dinge wir dann von allen Optionen, die auf dem Tisch liegen, welche Karten wir ziehen. Das halte ich für falsch, da jetzt schon die Gegenseite in die Karten gucken zu lassen. Herr Klingbeil, auch für Sie habe ich unsere schöne rote Box gepackt mit Gegenständen, die in Ihrem Leben, in Ihrer Karriere eine gewisse Bedeutung zumindest hatten. Wir machen sie mal auf und haben hier direkt mal eine Packung Zigaretten. Schön. Sie haben geraucht wie ein Schlot. Ich habe spät angefangen, ich glaube mit 25.
habe dann am Ende 40 Zigaretten am Tag geraucht und bin jetzt seit 7-8 Jahren rauchfrei. 40 sind eine ganze Menge. Warum aufgehört? Wie kam der Impuls? Ich fand das nicht mehr gut. Also ich bin morgens aufgewacht, habe mir eine Zigarette angesteckt und dann habe ich gesagt, das geht nicht mehr. Und ich wollte weg. Ich fühlte mich süchtig. Ich war süchtig. Und das ist kein schönes Gefühl. Ich glaube, noch mehr geraucht hat Ihr Freund und Kollege Kevin Kühnert. Der hat auch versucht aufzuhören. Das weiß ich gar nicht, ob der mehr geraucht hat. Aber also es war eine ganze Menge. Hat er hier auch schon drüber geredet. Haben Sie ihn beraten beim Aufhören? Nee, ich glaube, da braucht er keine Beratung. Ich glaube, der raucht auch immer noch nicht wieder. Also ich glaube, er hat wirklich aufgehört. Und dazu hat er auch noch abgenommen. Wie schafft man das? Müssen Sie ihn fragen. Es gibt noch jemand, der eine Frage an Sie hatte. Mein letzter Gast, Tilman Kuban, der Vorsitzende der Jungen Union. An Lars Klingbeil wäre meine Frage, wie er es schafft, neulich sehr gelesen, dass er sehr viel Zeit auch für Sport investiert, wie er das macht, weil ich glaube, mir wird es auch ganz gut tun. Ja, lieber Tilman Kuban, einfach machen. Also das ist wirklich, jetzt haben Sie da was Sportliches dabei. In meinem Kalender steht zweimal die Woche eine Stunde Sport. Und das, gar nicht so viel. Nee, das ist das, was tagsüber stattfindet, so als aktive Mittagspause. Ich habe sonst keine Mittagspausen, aber da nehme ich mir eine und dann gehe ich noch 2-3 Mal die Woche laufen. Das ist dann aber morgens oder abends. Und das ist etwas, was mir sehr gut tut und wo ich auch eine feste Überzeugung mittlerweile habe, dass es besser für mich ist, nur 16 oder 17 Stunden am Tag zu arbeiten und eine Stunde Sport zu machen, ist besser als 18 Stunden zu arbeiten oder eben entsprechend weniger. Also die Stunde Sport hilft mir sehr, auch fit zu sein und man fühlt sich besser und mein Team weiß, sie dürfen an die Stunde Sport nur ran, wenn der Bundeskanzler ruft. Letzter Gegenstand. Ja. Fassen Sie es bitte an, ich kann es eigentlich nicht anfassen. Dürfen es natürlich auch umlegen. Ja, sehen warum? Ne? Was steht Rekordmeister drauf, steht da Rekord, auch noch. Sehr schön. Ja. Okay. Warum? Ja, warum? Um alles in der Welt. Warum wird man als Sozialdemokrat. Ja, als norddeutscher Sozialdemokrat sogar noch. Vom FC Bayern München. Also wirklich der Inbegriff der sozialen Ungerechtigkeit. Ja? Also erstmal bin ich ja durchaus. Ich habe da ein paar Zahlen für Sie. Also das durchschnittliche. Bin ich ja durchaus auch Fan des Leistungsprinzips. Ja? So und das ist natürlich ein Verein, vor dem man wirklich Hochachtung und Anerkennung für den Weg haben muss, den er gegangen ist. Aber es gibt eine ganz simple Erklärung. Ich bin 78 geboren und 82, 83, als ich selbst anfing, Fußball zu spielen, so mit 4, 5, war das mein Sport, ein paar Jahre länger auch noch, am Ende war ich nicht so erfolgreich und habe aufgehört damit, war das die Zeit, als der Hamburger Sportverein und Bayern München sich im Pokal und in der Liga um die besten Plätze bemühten. Und mein Vater HSV-Fan und das war damals schon meine rebellische Art, also zu sagen, gegen das Establishment, gegen den Vater, jetzt sagen, lehnt man sich auf. Und ich bin also aus sehr rebellischen Gründen Bayern-Fan geworden und am schlimmsten finde ich Menschen, die Vereine dann irgendwann wechseln, weil es nicht mehr politisch opportun ist oder weil man umzieht und deswegen gilt für mich einmal rot, immer rot und das passt ja auch zur Politik ganz gut. Durchschnittliche Spielergehalt des FC Bayern war vor zwei Jahren in der Saison 7,2 Millionen bei Union Berlin, nur mal zum Vergleich 600.000. Ist das fair und gerecht? Sie als Sozialdemokrat. Jetzt versuchen Sie natürlich aus einer Fußballaffinität, die ich mit 4, 5 Jahren entwickelt habe, eine politische Debatte zu machen. Aber ich habe jetzt gerade erklärt, warum ich Bayern-Fan bin. Und das heißt ja nicht, dass ich alles richtig finde, was im modernen Fußball gerade passiert. Ich würde aber jetzt gar nicht Bayern gegen Union stellen, sondern ich war ja auch eine Zeit lang Mitglied in der Taskforce bei der Deutschen Fußballliga, wo wir uns genau um diese Fragen auch gekümmert haben. Was läuft aus dem Ruder? Spielerberater zum Beispiel, internationale Verträge. Also da ist ganz vieles im Profifußball, was ich ändern würde. Aber da gucke ich nicht auf einen Verein und sage, die sind schuld und die anderen sind alle gut. Eine Frage zum FC Bayern kann ich Ihnen trotzdem nicht ersparen. Sind Sie zufrieden, dass sich Ihr Verein direkt und indirekt vom Scheichtum Katar mitfinanzieren lässt, das bekannterweise Menschen- und Freiheitsrechte systematisch verletzt? Ich glaube, dass es bessere Sponsoren gibt. Und die Debatte ist ja auch voll gestartet im Verein. Wäre das auch Ihr Appell an Oli Kahn zum Beispiel, den Vertrag nicht zu verlängern?
Ich habe Oliver Kahn da keine Ratschläge zu geben, aber ich glaube, wenn man sich anguckt, was gerade an öffentlicher Debatte da ist und was der Verein dadurch auch für Konsequenzen spürt, dann wäre es, glaube ich, sinnvoller, sich da was anderes auf den Ärmel zu drucken. Sie sind seit wenigen Wochen erst Vorsitzender der SPD und blicken, ja, tun Sie den Bayern-Schal nee, hier weg, dann können wir hier, machen wir hier optisch auch so schöner. Haben natürlich eine ganze stolze Riege von Vorgängerinnen, weniger, und Vorgängern. Wollen Sie mal kurz fragen, was Sie denn finden, was Sie bei den einzelnen Herrschaften sich vielleicht abkoppen können, was Sie finden, was Sie richtig gemacht haben und was eher nicht so. Erstens, kennen Sie diesen Mann? Jetzt kommt wieder so, nee, weiß ich nicht, sagen Sie mal. Also ich kenne ihn wahrscheinlich, aber ich kann es aufgrund des Fotos jetzt nicht identifizieren. August Bebel, von dem Mitbegründer. Suche ich immer noch die Uhr. Der, was? Von dem suche ich immer noch die Uhr. Ja, die gibt es noch. Was inspiriert Sie an August Bebel? Ich meine, er gehört zu den Urvätern der Sozialdemokratie, aber ich habe nichts, und da muss ich leider auch sagen, da werden Sie jetzt wahrscheinlich viele andere auch zeigen, es gibt wenig, was mich inspiriert bei großen Männern der Sozialdemokratie. Es sind gar nicht so viele. Den nächsten schauen wir uns an, den kennen Sie auch. Was hätten Sie gern von ihm? Ach, der soll so weitermachen, wie er das gerade alles macht. Also das ist alles ganz gut. Was meinen Sie? Naja, er führt ja gerade, wenn ich mir angucke, wie er gerade die Linke im Saarland jetzt kurz vor einer Landtagswahl auch spaltet, ja, wie er gerade sagen, also es setzt sich ja gerade doch durch, dass er das Problem ist und dass er als wirklicher Narzisst auch dafür gesorgt hat, dass wir sowohl in der SPD damals Probleme hatten, jetzt aber auch die Linke Probleme hat. Und ich glaube, das ist da, der soll einfach so weitermachen, und da weint, glaube ich, auch kaum jemand in der SPD ihm eine Träne nach. Was können Sie sich abgucken von dem nächsten Herrn? Sigmar Gabriel? Großes rhetorisches Talent. Da muss ich wirklich sagen, Sigmar Gabriel ist einer der Politiker, die ich kennengelernt habe, ist ja auch Niedersachse, der ein Gespür dafür hat, wie man mit einer großen Menge von Menschen umgeht, wie man den richtigen Ton trifft, wie man wirklich so einen Saal zum Kochen bringt. Das ist etwas, was ich bei Sigmar immer sehr geschätzt habe. Ansonsten haben wir wenig miteinander zu tun. Es wird viel über Olaf Scholz und die Führungsstärke oder Schwäche in diesen Tagen geredet. Nicht nur im Falle von der Ukraine, sondern die Frage ist auch im Raum, warum hat die Ampelregierung keinen Gesetzentwurf zur allgemeinen Impfpflicht vorgelegt? Weil wir sehr früh gesagt haben, das ist eine Sache, die das Parlament entscheidet. Das ist eine Gewissensentscheidung. Also was, wenn nicht diese Frage, ist eine Gewissensentscheidung? Naja, bei der einrichtungsbezogenen Impfpflicht musste es auch nicht aus. Das kam natürlich auch aus der Situation heraus, dass wir da wirklich über die Einrichtung reden, über einen begrenzten Personenkreis. Und es ist schon was anderes, ob ich eine allgemeine oder eine einrichtungsbezogene Impfpflicht mache. Und deswegen halte ich den Weg, zu sagen, wir gehen jetzt über das Parlament, über die Orientierungsdebatte, wir suchen Mehrheiten dann aus der Mitte des Parlaments, halte ich für einen richtigen Weg und geht ja jetzt auch dann morgen endlich los im Parlament mit der Orientierungsdebatte. Wie traurig sind Sie eigentlich, dass Sie in der Regierung zumindest nicht mitführen können? Sie wären schon gern auch Bundesminister geworden, oder? Ich habe mich ja entschieden, was ich will, und das war der Parteivorsitz. Mir war in der jetzigen Situation klar, dass ich mich entscheiden muss. Sie hatten also die Wahl? Nee, ich würde nicht sagen, ich hab mich ja zu einem Zeitpunkt entschieden, als die Koalition noch gar nicht stand, als die Koalitionsverträge nicht unterzeichnet waren, als die Kabinettsposten noch nicht vergeben waren. Aber für mich war klar, natürlich beschäftigt man sich nach so einer gewonnenen Bundestagswahl also mit der Frage, was passiert. Und in der konkreten Entscheidung, ob ich einen Kabinettsposten anstrebe oder ob ich Parteivorsitzender werde, habe ich sehr klar innerhalb von wenigen Stunden, nachdem Norbert Walter Borjans mich informiert hat, dass er aufhört und gesagt hat, er würde gern, dass ich das mache, und gab noch ein, zwei andere, unter anderem Olaf Scholz, mit dem ich darüber geredet habe, habe ich dann für mich sehr klar entschieden, ich will Parteivorsitzender werden. So, das ist für mich... So ganz entschieden klingt das nicht? Nee, weil ich jetzt Ihnen gerade auch sehr transparent in so einen Abwägungsprozess den Einblick gebe. Also natürlich überlegt man nach einer Wahl. Es war mir gar nicht klar, ob Norbert Walter Borjans aufhört, wirklich oder nicht. Ich habe es vermutet, dass er vielleicht nicht wieder antritt, aber ich wusste es nicht. Wir hatten da noch nicht ausführlich drüber geredet. Und dann habe ich auch viel gelesen darüber, dass ich Verteidigungsminister werden könnte, ja, und so weiter. Hätten Sie und schon gern gemacht, oder?
es ist eine große Ehre, wenn man dafür gehandelt wird. Aber nochmal, wenn ich mich entscheiden muss zwischen Verteidigungsminister und Parteivorsitzender, war für mich immer klar, dann möchte ich Parteivorsitzender werden. Das ist das Amt, aus dem ich heraus jetzt die Partei prägen kann. Ich kann meine Arbeit als Generalsekretär jetzt an veränderter Position fortsetzen. Und ich glaube auch, dass ich da mit meiner Partei noch viel erreichen kann. Aber es ist eine klare Entscheidung, die bei mir lag, welchen Weg ich weitergehen will. Und ich habe mich für den Parteivorsitz entschieden. Verteidigungsminister dann später. Ich finde auch, das habe ich ja ein paar Mal denn gelesen, so, und Sie haben jetzt auch gerade das so betont, so, ja, ist ja schade, wenn man dann nicht Minister werden kann. Man ist ja nur SPD-Vorsitzender. Ganz ehrlich, für mich ist das Amt, wo ich finde, da kann ich viel mehr draus machen und kann viel mehr für meine Partei auch erreichen, wenn ich als Parteivorsitzender in allen Themen drin bin, wenn ich mit dem Bundeskanzler und meiner Co-Vorsitzenden Saskia Esken jetzt auch die Richtung mitbestimmen kann, in die das alles geht. Also ich habe das Gefühl, ich kann da vielleicht sogar mehr erreichen als einzelner Fachminister. Zum Abschluss unseres Gesprächs stelle ich die berühmten sauren Drops auf diesen hässlichen Schal. Und es geht wie folgt. Ich beginne einen Satz und wenn Sie auf das Thema, wenn es Ihnen richtig unangenehm ist und Sie da nicht drauf eingehen müssen, greifen Sie einfach zu einem sehr, sehr sauren Drop und wir kommen zum nächsten. Oder muss das geht schnell. Sie müssen es schon, also Sie dürfen dann probieren. Dass der Chef der Werteunion, Max Otte, offenbar nun als Bundespräsidentenkandidat für die AfD antritt. Ist in meinen Augen skandalös, zeigt, wie zerrüttet gerade die Union ist, und ich kann die CDU nur warnen, dass es keine Stimme für einen Otte mehr gibt, als die AfD dann auch stimmberechtigte Mitglieder in der Bundesversammlung hat. Da werden wir genau drauf achten. Dass ich eigentlich Star einer Vorabendserie auf RTL werden wollte. Stimmt nicht. Dass Wolfgang Kubicki in der Zeit des härtesten Lockdowns demonstrativ in seine Stammkneipe gegangen ist und das auch noch freudig mitgeteilt hat. Hat ihm sehr geschadet. In den großen Geschichtsbüchern wird einst über Norbert Walter Borjans stehen? Ist der Parteivorsitzende, der mitgeholfen hat, dass die SPD wieder stark geworden ist, geschlossen war und hat die Grundlage mitgelegt, dass Olaf Scholz Bundeskanzler wurde. Der Moment, als Sie Ihren Job als Generalsekretär einmal fast hingeschmissen hätten? Den gab es nicht. Haben Sie mal auf TikTok gesagt, aber okay. Ich habe auf TikTok mal gesagt, dass es den Moment gab. Offenbar. Dass ich hier gleich mehr. Es gab einen bitteren Moment, als Andrea Nahles zurückgetreten ist. Das war für mich so, da habe ich 2-3 Tage eine extreme Sinnkrise gehabt und mich gefragt, ob das alles noch gut ist und wie es zu dieser Situation kommen kann. Aber dass ich gesagt habe, ich schmeiße hin, das. Letzter Satz. Dass ich hier gleich mehr Liegestütze hinlege als der Moderator dieser Sendung. Nee, ich halte sie für absolut durchtrainiert und das ist für mich nicht schaffbar. Wollen wir es probieren? Nee. Nicht? Nee. Sie können gerne mal mit zum CrossFit kommen, aber dafür habe ich jetzt die falschen Klamotten an. Okay. Vielen Dank fürs Gespräch, Lars Klingbeil. Und vielen Dank für Ihr Interesse, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. In 2 Wochen sehen wir uns wieder zu einem Spitzengespräch, dann mit der Bundesfamilienministerin Anne Spiegel. Bleiben Sie heiter, so gut es geht. Bis bald.